Oft kommt es im Leben vor, dass ein Funken zu einem Vulkanausbruch führen kann. Wie meine ich das? Es ergeben sich Situationen, in der die zwischenmenschliche Beziehung auf die Probe gestellt wird. Sei es in einer Ehe, in der Politik oder zwischen Geschwistern. Ein Streit, ein Wortwechsel oder Meinungsverschiedenheiten. Man möchte seine Interessen vertreten und sie mit eiserner Faust verteidigen, sogar wenn man dabei über Leichen gehen muss. Sufyan ibn Abdullah al-Thaqafi berichtet, ich sprach zu Allahs Gesandten sallallahu alaihi wasallam. Ja Rasulallah, was fürchtest du für mich am meisten? Da ergriff der Prophet sallallahu alaihi wasallam seine Zunge und sagte dies. Allah subhanahu wa ta'ala hat den Menschen mit Organen ausgestattet. Alle Organe haben eine Funktion. Eines der erstaunlichsten Organe ist die Zunge. Sie gibt den Zustand eines Menschen wieder, sowohl was er denkt, als auch was er im Herzen trägt. Sie kann wie ein Drache Feuer spucken oder eben einen Menschen zu Allah subhanahu wa ta'ala führen. Die zwei entscheidenden Dinge, nämlich Glaube und Unglaube, werden über die Zunge sichtbar. Alles Verborgene, die einer in sich trägt, kann durch die Zunge sichtbar werden. Die Zunge, ein Klumpen Fleisch, ist schärfer als ein Messer, schmerzhafter als eine abgefeuerte Kugel. Es ist nicht weit hergeholt, wenn einer sagt, der Stich einer scharfen Klinge vergeht, doch der Stich mit den Worten bleibt ewig. Worte können heilende oder eine zerstörerische Kraft haben. Es liegt an einem selbst, was man damit anstellt. Wie oft kam es vor, dass wir andere durch unsere Zunge verletzt, erniedrigt und enttäuscht haben? Abdullah ibn Mas'ud radiallahu an berichtet vom Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam, die meisten Fehler des Menschen rühren aus ihren Zungen. Der Mensch ist schwach erschaffen. Er wird unweigerlich Sünden begehen, doch die meisten Fehler begeht er durch seine Zunge und sie können vielfältig sein. Die Macht, die sie in sich trägt, kann die Erde zum Beben bringen, Menschen zum Guten bewegen, aber auch ein ganzes Volk in die Irre führen. Es war die Macht der Zunge, die Adolf Hitler nutzte, um eine ganze Nation in die Irre zu führen. Es waren Worte, die zu einer Revolution führten. Und heute sind es giftige Worte, die unseren Glauben verunglimpfen. Wir sind die Bösen, die Terroristen und solche, die Hass verbreiten. Die Zunge ist eine große Gabe Allahs. Obwohl sie anatomisch klein ist, kann sie gewaltigen Schaden anrichten. Jeder Mensch und jedes Volk muss mit den Folgen seiner Worte leben und deren Konsequenzen tragen. Ich meine die Konsequenz, die er spätestens an Yawm al-Qiyamah tragen muss. Entweder wird man aufgrund seiner Zunge einen hohen Stellenwert bei Allah subhanahu wa ta'ala haben oder einen erbärmlichen. Allah subhanahu wa ta'ala sagt in seinem edlen Buch, siehst du nicht, womit Allah ein gutes Wort vergleicht? Es gleicht einem guten Baum, dessen Wurzel fest ist und dessen Zweige in den Himmel reichen und der seine Ernte mit seines Herrn Erlaubnis zu jeder Zeit abwirft. Der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam wurde beleidigt und bekämpft. Man hat sich über ihn lustig gemacht und Lügen über ihn sallallahu alaihi wasallam verbreitet. Doch er hielt an seiner Botschaft fest. Voller Entschlossenheit und Aufopferung verfolgte er sein Ziel und ließ sich durch die vielen Verunglimpfungen nicht entmutigen oder gar auf ein solches Niveau mitreißen. Doch seine Mission war es immer, diese Botschaft an die Welt zu tragen, ohne zu lügen und zu betrügen. Und das Beste, was wir tun können, ist zum einen, durch unsere Zunge die Menschen zur Wahrheit aufzurufen, in der Hoffnung, die Ernte unserer Worte an Yawm al-Qiyamah zu tragen, und zum anderen, immer die Wahrheit zu sprechen, selbst wenn andere über uns Lügen verbreiten. So wie es schon immer war und heute immer noch ist. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns davor bewahren, durch Lügen an Macht und Einfluss zu kommen.